Moin, moin Leute, willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen eine Runde mit Billy auf Annas Map. Ich habe Thanatophobia dabei, Überladen, außerdem Beobachten und Zuschlagen und den Tüftler. Und spiele gegen ein recht gutes Team. Ah, das wäre so schön gewesen. Möchte ich einfach nur mal so behaupten. Ich spiele gegen ein recht gutes Team. Die haben alle ihre 600 Stunden mindestens. Der hat flink. Zwei von denen haben sogar über 1000 Spielstunden. Und ich bin sehr gespannt auf diese Runde. Da hat er jetzt aber nicht aufgepasst, so wie es mir scheint. Okay, schade. Ich dachte, der wird hier noch chillen. Chillt aber tatsächlich hier. So, warte. Zack! Da habe ich dich erwischt. Oh. So, komm her. Aber den Haken mit dem ersten. Ich habe natürlich leider, ich riskiere es. Ich habe natürlich leider noch immer nicht Barbecue und Chili auf dem Billy. Was sehr schade ist, weil es eigentlich recht stark ist. Und ich habe diesmal keinen Whisper dabei. Hab mir gedacht, diesmal probiere ich mein Glück. Wow. Gen Rush! Das heißt aber, dass sie da hinten sind. Dann muss ich wieder zurück. Das heißt, dass ich diesmal nichts habe, um die Leute so wirklich aufzuspüren. Mann, ey. Schade. Wir jagen immer hinterher. Ich will nicht tunneln. Ja, da guckst du, wa, Claudette? Dass man hier wirklich nicht getunnelt wird, das sieht man selten, oder? So, komm her. Da vorne ist jemand... Oh, das ist sogar die Verletzte. Der Keller müsste hier in der Butze sein. Denn der Keller war eben nicht... Hinten im Gebäude, da muss er hier sein. Und da draußen wurde der eine gerade geheilt. Also ich habe nichts, um die Überlebenden irgendwie zu finden. Ich habe wirklich nur Sachen, um ihnen das Leben ein bisschen schwer zu machen, um mir beobachten und zuschlagen. Vielleicht sie ein bisschen zu snipen, wenn ich Glück habe. Das ist die Frage, wo die hin sind. Scheinbar nicht an den Generator. Oh, da wird direkt gerettet. Was? Ah, oh, Grenz. Sehr gut gemacht. Du bist ein richtiger Pro in diesem Game. Zwei Leute sind aber noch unten drin. Nicht? Ich dachte, sie hätten sie direkt zu dritt geheilt. Na gut. Einer. Warte mal, ich muss schauen. Ich meine, hier müsste noch einer sein. Okay, dann habe ich jetzt gefailt. Okay, wir gehen direkt wieder los. Hatte der denn einen Insta-Heal dabei? Oh, hier sind zwei oder so. Da liegt die nächste. Es waren drei Leute sogar hier oben, glaube ich, oder? So, komm du mal mit. Kommst dann wieder nach unten direkt. Wird direkt wieder weitergemacht. Aber ich muss natürlich erstmal die... Oh, wow. Grins. Ich kann die nicht treffen auf der Treppe, oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die nicht treffen konnte oder ob das jetzt Unvermögen war. Ah, sie sind wieder oben. So, sie bekommt auch nochmal einen Hit. Okay. Schlagen wir hier gegen. Und wir rennen wieder weiter. Da vorne rennt sie, Mac. Eigentlich muss ich sie jetzt down kriegen, ne? Der Generator oben ist verloren. Und ist sowieso scheiße schwer zu verteidigen immer. Ist nicht wild. So, der Billy kann jetzt auch aus der Nähe sägen, Leute, wenn ihr es noch nicht wusstet. Dritter Generator ist fertig. Und ich werde den Schlag nehmen. So, mit Barbecue und Chili könnte ich jetzt wenigstens sehen, ob Leute in der Nähe sind oder nicht. Generatoren sind alle am Arsch der Welt. Das heißt, wir verlagern das Spiel immerhin hier rüber. Aber das auf der Treppe, ne? Entweder konnte ich da wirklich nicht treffen, weil sie sich geduckt hatte. Das weiß ich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob das daran lag.
Oder ich habe einfach wirklich immer daneben geschlagen. Was ich schon sehr krass finden würde. So, hier ist niemand. Hier ist jemand. Hallo? Die gute Nea. Und hier sind so viele Dinger zum Juken. Schade. Dachte, sie kommt direkt wieder rüber. So, hier dürfte aber tatsächlich eigentlich nichts groß sein. Die haben wir dann. Ab an den Haken mit dir. Da vorne, schaffe ich das? Denke, dass ich das schaffe. Da kann ich wenigstens die Generatoren hier auch nochmal in der Nähe zurücksetzen. Jo, das kriege ich hin. Und ich kann sogar die Palette zerstören. Das ist gut. Hier ist jemand. Oder ist er gerade wegen mir weggeflogen? Nee, oder? So, wo ist eigentlich der vierte Generator? Ich sehe nur eins, zwei... Ach, da, ja klar. Dann werde ich den da hinten wohl mitbewachen. Das denke ich das Sinnvollste. Hier ist nichts los. Oh, Leute. Hier sind sie alle. Na, also zumindest zwei Leute habe ich hier gesehen. Ace ist auch noch hier. Ja, ist nicht schlecht. Ist das Ding wenigstens weg? So, Ace haben wir. Sie bekommt auch noch ihren Hit. Ja, komm, Süße. Was ist denn los? Ha? Was ist denn los? Da vorne ist der Ace. Wäre natürlich geil, wenn die beide umfallen. So, die eine heilt sich schon. Sekunde. Der erste liegt. Ich muss den anderen auch noch finden. So, komm her hier. Na gut, komm, dann hängen wir die andere auf. Habe ich sie hier nicht eben gehört? Ah, hier. Kommt hier vorne direkt ran. Und dann schlagen wir gegen den Generator. Okay, der andere wurde geheilt. Wir sind in die Richtung hier gerannt, ne? Es sind nur noch drei Generatoren jetzt. Die letzten drei. Und die müssen wir jetzt halt verteidigen. Hier ist nichts. Muss ich wieder rüber. Da rennt sogar... da rennen sie alle gerade. Krass. Und... hallo. So, wir werden natürlich nicht fokussieren. Zumindest nicht denjenigen, der verletzt ist. Wir sind zwar ein Killer, aber wir sind nicht böse. Nicht so böse. Ah, ich dachte, die Truhe ist jemand. Verdammt. Na gut, komm, lassen wir sie wegrennen. Ey, na, Mac? Hat sie Dingens? Hat sie eiserne Wille? Weiß es nicht. Hab sie nicht mehr gesehen. Ich hätte ja auch natürlich einfach hinterher rennen können direkt. Aber man will dann ja immer predikten und abkürzen, ne? Und dann guckt man dumm aus der Wäsche. Zwei Leute hier. Ja, oh, der Ace zumindest. Der kriegt einen Hit. Schade. Kriegt er trotzdem. Mal schauen. Ob er das auch prediktet, dass ich zweimal durchgehe? Nee. Hat er sich wohl gedacht, wa? Wir treten hier gegen. Ich muss auf Zeit jetzt spielen. Muss auf Zeit spielen. Die sind ja jetzt an allen Generatoren dran, ist mein Problem halt. Und hier ist sogar noch etwas zum Umschmeißen, ne? Okay, wir rennen erstmal rüber. Ja, oh, Nia. Komm her, Süße.
Kommt da vorne an den Haken. Sie sind jetzt natürlich hinten an dem anderen Generator wieder dran, zu zweit. Gehe ich mal einfach von aus. Das ist eine schöne Runde. Das macht doch mal wieder Laune, ne? Wenn die Leute halt über 1000 Spielstunden haben und so weiter, dann spielen die halt auch einfach besser. Ist halt so. Braucht man gar nicht drüber reden. So, hier muss ich auf jeden Fall gegentreten. Auch wenn hier jetzt jemand in der Nähe ist vielleicht, der hier arbeitet. Nein! Oh, das war so kacke. Ich wollte ein bisschen weiter von außen kommen, dass ich vielleicht jemanden gesägt bekomme. Wenn ich die Kurve nehme. Wisst ihr, was ich meine? Hier sind sie auf jeden Fall. Und zwar wieder zwei. So, wir treten hier eben gegen. Wenn ich sie verliere, ist es nicht so schlimm. Aber ich muss den Generator safe machen. Da ist sie. Oh, geil. Die haben wir nicht. Schade. Doch, haben wir. Okay, und wir haben gehört, dass dort draußen noch jemand ist. Oh, shit, okay. Jetzt könnte ich ein Problem haben. Bin mir nicht sicher, ob sie pre-made sind, ehrlich gesagt. Ich riskiere es. Okay, hat geklappt. Hinten ist sogar der Ausgang direkt, ne? Und ich weiß, dass hier jemand ist, also die wird gerettet werden. Ich renne trotzdem mal eben da hinten hin. Na. Keiner hier. Okay. Dann rennen wir schnell wieder zurück. Hin und her. Nur mal ein bisschen Präsenz zeigen hier. Da ist jemand. Ah, hätte ich es durchgezogen. Okay, ich muss wieder zurück. Den am Ausgang erwische ich sowieso nicht. Ich habe leider nichts, womit ich sie finden kann. Das ist das Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, auf den hohen Leveln hier macht der Billy eigentlich als einziger Killer noch Spaß. Mit den anderen, wow, mit den anderen Killern hast du halt eigentlich wirklich recht schlechte Chancen. Sagen wir es mal so, du bist nicht chancenlos, aber da irgendwie ein cooles Spiel hinzubekommen, ist schon sehr schwer. Nochmal einen Hit mitgegeben. Da ein vernünftiges Spiel hinzukriegen, ist wirklich schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich spiele auf den hohen Rängen wirklich eigentlich fast ausschließlich lieber mit Billy. Wenn ich die Krankenschwester könnte, klar, wäre die Krankenschwester auch eine geile Alternative. Ich bin aber nicht so gut mit der Krankenschwester, finde ich. Deswegen hat man auf hohen Rängen meistens halt auch wirklich nur Billy und die Krankenschwester, weil das wirklich die einzigen beiden sind, die für ordentlich Punkte sorgen können. So. Okay, dort ist noch jemand. Na! Ah! Ich darf sie jetzt nicht verlieren. Das wäre das Ärgerlichste, was mir passieren kann, dass ich sie aus den Augen verliere. Ich habe jetzt nämlich eigentlich die Chance, doch noch einen zweiten zu erwischen. Ist sie oben drauf geblieben? Ja, ist sie. Okay. Hätte gedacht, dass sie runterspringt direkt. Hat sie aber nicht gemacht. Okay. Ha! Das war echt kacke jetzt. Okay, wir schneiden hier den Weg ab. Nein! Es könnte gut sein, dass ich das verkacke jetzt leider, Leute. Vor allem, wenn ich sie jetzt aus den Augen verliere, dann habe ich ein Riesenproblem. Hier sind noch Spuren. Da ist sie runter. Da ist sie. Yo! Unterm Arsch weggesägt. Normal müsste sie doch dadurch auch sterben, oder? Meine Güte, ey. Haben wir noch jemanden erwischt? So, ab an den Haken im Keller. Krasse Verfolgungsjagd hier nochmal am Ende. Boah. Und ich glaube, sie ist tot, oder? Ja. Okay, der andere wartet wahrscheinlich im Ausgang. Vielleicht ist er auch schon wieder ein Stückchen hierher gekommen, weiß ich nicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Char noch fehlt. Eine Mac?
Ist es Mac, die noch fehlt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist sie raus. Okay, war eine schöne Runde. Hat Laune gemacht auf jeden Fall. Wir haben unseren Uprank bekommen, aber ihr seht, es wird auf jeden Fall schon deutlich schwieriger. Deutlich herausfordernder. Macht auf jeden Fall Laune. Oh Mann, ey. Okay, gute Runde. Leute, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß hier bei dieser Runde Dead by Daylight. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr den Daumen nach oben kloppt und wenn ihr Kommentare schreibt. 18 Uhr ist heute wieder Stream, wenn ihr Bock habt. Schaut vorbei. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.